Danke, Pyro. GG. Hat mir auch Mühe gegeben. War wichtig. War sehr gut. Auch das ist ein bisschen random. Man muss halt gucken, wo sind noch viele Platten, wo kann ich hingehen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass ich links noch diese einzelnen habe. Das war noch so ein bisschen mein Safe-Spot da hinten, noch so ein bisschen. Manchmal hat man auch irgendwie Pech, keine Ahnung, dass die Gegner dir so viele Platten wegnehmen, dass du einfach keine mehr hast und der Gegner hat noch da drüben irgendwie 10 Stück. Da kannst du ja nichts machen. Oder beim Hexagon, wenn die von oben nach unten fallen, kannst du auch nichts machen. So, los geht's. Guck mal, ich bin ganz hinten. Das ist die Belohnung, dass man gewonnen hat. Bist du direkt hinten. Ich mag diese Wippen-Variante nicht. Also alles, was mit Wippen zu tun hat. Und man kann sich ja festhalten. Wieso können sich alle festhalten, nur ich nicht? Ja, weil die wippen, das ist so das Blöde. Je nachdem, wie die anderen sich bewegen, ändert sich das. Ich mag das nicht. Durch, 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 durch. Ach ne, wir spielen ja Einzel jetzt. Eine sehr schwache Runde, aber dennoch weiter. Kätzchen ist auch weiter, sehr gut. Das sieht auch very nice aus. Das ist auch keine schlechte Idee. Den so zu machen. Okay. Spielst du denn jetzt, seitdem es Free-to-Play ist? Oder hast du vorher schon gespielt? Also die Leute, die jetzt angefangen haben... Ihr habt sehr, sehr viel zu entdecken. Früher war das richtig langweilig. Da gab es eben nur 6 Maps oder 7 Maps. Und das ging dann, glaube ich, 3 Monate, bis mal was dazu kam. Und das war dann auch irgendwann nach ein paar Wochen langweilig. Das gibt es normalerweise... Bin OG, aber mit... Okay. Mit langer Pause. OGs sind ja herzlich willkommen. Also ich spiele auch seit Anfang. Seit der Season 1. Ich habe, glaube ich, die ersten 2 Wochen habe ich nicht gespielt. Und dann habe ich angefangen. Und ich habe eigentlich immer gespielt, ich habe jede Season gemacht, habe aber nur das Nötigste gemacht. Irgendwann, wo die Season fertig war, habe ich nicht mehr weitergezockt. Weil da hatte ich keinen Bock mehr. Hauptsache die Season fertig und dann täglich vielleicht ein bisschen reingeschaut oder wenn es irgendwie einen guten Modus gab. Aber sonst nicht. War heftig. Das heißt, du hast eigentlich Season 1 gespielt und jetzt wieder Season 1. Das heißt, du kennst ja... 2 bis 6 die ganzen Seasons gar nicht. Aber schön, dass du dabei bist, dass du mitzockst. Weil, ich habe ja anfangs gesagt, wenn man 6, 7 Zuschauer hat, dann finden einen neue Zuschauer irgendwie nicht. Wir spielen ja Solo. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich sterbe, kann mich niemand retten. Aber schon mal keine Früchte. Das finde ich auch nicht. Also Früchte sind auch so ein Random-Faktor, finde ich nicht. Das regt mich auf. Ah, man könnte hier ein bisschen Stimmung machen. Der Kätzchen ist noch da hinten. Oh, was machen wir, wenn es 1 gegen 1 ist im Finale? Oh, oh. Ich würde ganz gerne grabben. Thank you.
Sieht ein bisschen aus wie so ein Hummer, ne? Hummermann. Okay, ohne Früchte ist das echt langatmig. Nein. Nicht dein Ernst. Och, jetzt kommt lange aber nichts. Es kommt lange aber nichts. Was ist passiert? Festgehalten. Ekelhaft. Ich werde dich rächen. Wer war das? Wer war das? Man kann ja dieses Schieben kann man machen oder was dir wahrscheinlich passiert ist, wenn du jumpen möchtest, dass man dann festhält. Der ist auch raus. Fantastisch. Oh, Schleimkraxli. Der erste, der klassische Schleimkraxler, kennst du ja auch von damals. Lieblingsmap. Die geht auch mittlerweile. Die kann ich auch eigentlich recht gut. Aber der Schleimkrax lief von damals. Aber hier geht es tatsächlich um Skill. Ja, natürlich. Und dann hast du keinen Schwung mehr und dann war's das. Das Problem ist, wir haben hier diese Fäuste. Da kann ich nicht hier hoch. Alles klar. Wo die Schleimi kommst du? Man kann sich auch damit, ja, alles klar, wegschleudern, aber das ist, das kann. Hier ist aber auch nichts los, also nichts, was ich töten kann. Jo. Also eigentlich reichen die zwei und dann kann man eigentlich rüber jumpen. Boah, das ist ein perfektes Timing. Das ist ja richtig perfekt. Okay, dann warte ich. Komm, geh nach oben. Kann ja nicht wahr sein. Kein Ventilator, kein gar nichts. Ich glaube, das ist das einfachste... Der einfachste Schleimkraxler, den ich jemals gemacht habe. Da war ja nichts. Kein Ventilator. Nein, ja, nichts. Danke sehr, danke sehr. Also das mit diesen Dingern war ja wirklich Glück, dass ich das so erwischt habe, vom Timing her. Ich fliege immer unten bei dieser Drehscheibe raus. Ist mir auch ganz oft passiert. Ich habe einmal so einen kurzen Stopp gemacht, weil ich sonst auch weggeflogen wäre. Also lieber ein Tickchen langsamer sein, vorsichtiger. Die ersten zwei komme ich schnell durch und dann beim dritten und vierten muss ich kurz aufpassen, ob sich dieser Laser bewegt. Und dann muss man da durch. Sonst, also das war auch ein ganz einfacher Schleimkraxler. Da gab es auch diese Fäuste oben nicht normalerweise, die dich runterschießen. Da gibt es normalerweise auch oben Ventilator, glaube ich noch. Der Wirbel. Eine neue Runde. So, hier muss man eigentlich auch noch gucken, ob die... Ob das Hindernis oben, unten ist und ob, dass man das richtig timet. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Na, könnte ich aber dennoch... Ich könnte versagen. Aber die Dinger mag ich nicht. Ach, überlebt, überlebt, überlebt.
das passt jetzt. Und jetzt muss man hier gucken, echt. Sehr gut. Gewinn das Ding, ich bin kurz auf Klo. Ich gebe mir Mühe. Aber man sieht schon einen Unterschied, ob man Knallball spielt oder ob man das regulär spielt. So, wenn wir jetzt noch ein gutes Finale haben, Jump-Finale, gib mir Jump-Finale. Please. Boah, wenn jetzt Knallball kommt, ich raste aus. Das kann einfach nicht mal sein. Gewinnt das Ding. Wie soll ich das Ding gewinnen, wenn Knallball da ist? Ich kann mich direkt in den Tod stürzen. Ja, das ist doch Assi. Wir haben jetzt zwei Assi-Finals jetzt schon. Wie viel? Wir haben 8 Finals. Und 2 davon sind Assi. 25% ist einfach Schmutzfinale. Och Mann, mit Skill ins Finale und dann sowas. Okay, ich muss mich hier richtig konzentrieren. Einer schon weg. Ihr seid alle schlecht, ihr habt alle keine Ahnung. Festgehalten. Aber ich kann auch niemanden töten. Ich muss einfach nur gucken, dass ich überlebe. Ja, lass es los und jetzt flieg weg. Flieg weg! Wie die alle nicht sterben. Immer noch einer von acht. Die hinten schieben sich da einfach. Soll ich mitmachen oder was ist hier los? Oh, wie sie alle leben, dieses Finale. Ich kann einfach nicht mehr. Okay, das wollte ich nicht. Es ist einfacher, sich selber wegzuschießen als die anderen. Okay, ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar. Aber links, rechts und vorne noch zwei. Oh, das Ding wird doch vorher schon explodieren. Ah, richtig schießen kann ich damit auch nicht. Und weg mit dir. Okay. Ja, das war dein Fehler. Nein, nicht hinterher! Wieso hinterher? Dieses Festhalten regt mich auf. Ich hab dir noch ein bisschen. Ich muss ja schieben, das muss ja runterfallen, weil oft schiebe ich und dann rettet er sich. Ich schieb den ein bisschen härter und der fliegt hinterher. Weißt du, was ist hier los? Oh, ich rege mich auf. Das wäre wieder ein Win gewesen, aber es ist doch. Das Spiel gönnt überhaupt nicht. Aber richtig gute Runde trotzdem. Instant Karma nennt. Ja. Also Karma eigentlich, weil er ja rübergejumpt ist, habe ich ihn ja noch festgehalten. Und dann wird das bestraft. Hätte ich den fertig gemacht. Jetzt hat er einfach gewonnen. Jetzt gewinnt einfach so ein Typ, der nichts geleistet hat. Ja, es gibt wenigstens ein bisschen was dafür. Also Trupp ist eigentlich das Einfachste, wenn man einen Spieler hat. Ja, aber Kackfinale, weißt du, und dann konzentriere ich mich heftig.
Es hätte auch alles kommen können. Alles hätte kommen können, aber nicht das. Okay. Ja, man möchte einfach, dass wir länger spielen, sonst ist, würde ja zu schnell gehen. Aber das ist meistens bei mir. Ich bin eigentlich generell im Finale. Also das Finale zu erreichen ist nicht das Problem. Aber das Finale dann zu gewinnen, je nachdem, was du für eine Runde hast. Aber wie niemand von meinen Followern heute da ist. Alle tot. Wir ziehen das heute durch ohne einen Zuschauer, der vorher schon hier war. Großartig. Außer Pyroblast, der war ja schon. Okay, nächste Show, nächstes Glück hier. Krieg ich direkt den Hammer? Das ging aber schnell jetzt wieder. Ach, du bist weiter. Boah, es waren so viele Katzen. Du bist weiter da. Okay, das geht klar. Die einzig wahre Mieze ist drin. Fantastisch. Hier könnten viele ausscheiden. Man könnte auch viele runtergraben. Mal sehen. Also 3D und 2B. Ah, fast. Er war aber knapp hier, Freundchen. Vier M3B. Und eine Himbeere, es war eine Himbeere. Wieso schiebe ich denn nach da? Hier ist doch niemand. Okay, wir haben vier Drachenfrüchte wieder. 4D, 3M. Sehr gut gemacht. Aber kaum Leute ausgeschieden. Anfangs war das richtig gut, wo die Leute das nicht verstanden haben, wie das funktioniert. Da sind locker irgendwie 70% in der Weg gewesen. Okay, das ist Karma.
wenn man versucht zu schubsen und dann selber reinfällt. Aber das, was mir eben passiert ist, ist kein Karma. Weil ich finde, dieses Runterschubsen, Schieben im Finale ist wesentlich einfacher, als irgendjemanden mit diesem Knallball zu treffen. Am Ende treffe ich mich selber. So, Schnellbahn ist eigentlich meine Lieblingsmap aus der neuen Season. Kannst du richtig Gas geben. Hier hat sich direkt einen Skin gekauft. Du siehst direkt, wer Geld investiert und wenn. Wobei ich diese Runde jetzt lange nicht mehr gespielt habe. Schubst mich bitte nicht. Unten die Stolperfallen noch dazu. Oh, boah, das war aber heftig. Heftig, geboostet und jetzt sowas. Okay, cool. Das sollte aber alles funktionieren. Also schwierig sind tatsächlich die Gegner, die hier im Weg sind. Jetzt habe ich wieder diesen Boost nicht bekommen, weil der Hammer ständig im Weg ist. Na gut, zweiter ist auch okay. Ja, das ist mir wirklich der Hammer jedes Mal den Weg versperrt. Auch nein, Katze, das wird eng. Danke fürs dabei sein. Ich habe das so oft am Anfang gespielt, also wo das neu war. Da gab es ja diese neue Season-Runde. Schade. Das ist das Problem. Wie schon gesagt, die Gegner sind das Problem, nicht die Map. Wenn du da geschubst wirst und... Och nein, abschweifen. Ich bin da noch nie rausgeflogen. Abschweifen. Will man mich eigentlich veräppeln? Das habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gezockt, dieses Abschweifen. Ich bin glücklich, dass es nicht mehr so oft rankommt, aber... Okay. Das muss ich extra hier so komisch. Jetzt ist da wieder einer. Wie viele Leute haben eigentlich einen Schwanz? Zwei oder was? Juhu, da wollte er kommen. Die Namen anmachen, das ist ja noch so ein Trick von damals. Aber das Problem ist jetzt die ganze Zeit, ja, so. Danke. Jetzt will er sich den wahrscheinlich wieder zurückholen. Oh nein, da... Genau, da sind Leute. Auch das ist sehr, sehr randommäßig. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wohin. Guckst du in die Kamera, guckst du, guckst du. Ja, 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 ja. Ich habe noch ein paar Sekunden. Neues hat da keinen. In der letzten Sekunde noch ein Schweifchen geschnappt. Ich habe echt Glück gehabt, dass ich den da noch gesehen habe. Der hätte auch, der war auch eigentlich voll doof. Wieso jumpt der nach vorne, wenn ich da stehe? Der hätte eigentlich umdrehen müssen.
Ja, das war wirklich Luck jetzt, dass ich den da noch gesehen habe und dass er diesen Fehler gemacht hat. Und jetzt gibt's natürlich wieder Knallball als Finale, Leute. Alles klar. Ich riech mich auf. Man darf sich doch mal aufregen. Hier. Ich werde es vor... Das halte ich vom Finale. Wieso Knallball? Ja, du spielst Solo-Modus und kriegst nur Knallball. Was ist das denn für ein Scam, für ein Schmutz? Da hau mich direkt weg. Ey, und die sterben nicht. Die sind am Rand. Ich halte das Ding fest. Die sterben nicht. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich mich aufrege. Gib mir doch ein vernünftiges Finale. Es war einmal auf dünnem Eis direkt gewonnen. So wie es sein sollte eigentlich. Jetzt krieg ich noch scheiß Knallball. Und es ist immer noch niemand tot. Es sind so viele Platten schon weg. Alle am Leben. Junge, was ist eigentlich los bei denen? Alles Überlebenskünstler oder was ist hier los? Macht euch da weg. Ist meiner, geh weg da. Gleich werde ich wieder Zweiter oder Dritter. Den nehme ich noch. Ja, die überleben alle. Und die überleben auch wieder beide. Ganz ehrlich, das muss ich eigentlich einem Kumpel von mir zeigen. Bei mir klappt nie was. Ja, und ich fliege 5 Kilometer weit entfernt. Drecksfinale. Offiziell vom König bestätigt. Drecksfinale. Es ist so ein Scheiß. Die hätten alle sterben sollen. Ich war zweimal bei zwei Typen. Ich habe diesen Ball festgehalten. Die fliegen nicht weg. Und ich fliege weg jetzt, oder was? Gleich wieder Finale, gleich wieder Knallball. Vollgas hat auch sehr wenig mit Skill zu tun. Ein bisschen schon, aber oft einfach random. Ja, wie dieses Finale. Was hast du davon, wenn du mit Skill ins Finale kommst, wenn das Finale Luck ist? Das ist schwachsinnig. Und eigentlich hätten die vier Typen hätten sterben sollen. Die wurden kaum wegkatapultiert. Ich mache mal hier eine Markierung. Die wurden kaum wegkatapultiert. Die waren am Rand. Ich hatte den Ball in der Hand. Nix. Hätte ich ihn losgelassen, wäre ich weggeflogen. Ey, das ist doch. Und das kommt noch dazu, dass die Mechanik einfach nicht funktioniert. Mann. Wir hatten einmal ein richtiges Finale und direkt gewonnen. Danach kam nur Scheiße. Aber wäre sonst irgendwie zu einfach. Da kommen die Jungs endlich. Ich werde geraidet und zwar von meinem Prinzen, Prinz Pulsarista. Prinz Pulsar raidet mich mit 4, da steht zwar fremden Personen, aber ich denke, ich kenne die meisten. Und da ist Darkflare, herzlich willkommen beim König. Ich mache hier meine kleine gemütliche Runde. Egal, du wirst nicht wissen, was mir passiert ist. Das ist unglaublich. Aber schön, dass ihr alle da seid. Es war heute ein bisschen spontan, der Stream, deswegen wusste niemand Bescheid. Wir könnten echt für jede Map könnten wir echt so ein Tutorial machen, ne? Wie man das macht. Guck mal, wie perfekt man hier so durchkommt.
Ich liebe diese Skillrunden. Guten Tag, Herr Pulsar. Ich hoffe, dein Stream war angenehm und alles. Ich habe kurz reingeschaut und ich wollte eigentlich gestern streamen. Hat aber nicht funktioniert. Dann habe ich heute mal angemacht. Ich habe sogar ein Nickerchen gemacht von 17 bis 18. Und hallo, ich habe versucht, du versuchst bei dem Event den Durwin zu holen. Wenn du willst, können wir das versuchen. Schön, dass du da bist. Müssen wir nicht machen, denn ich habe 7 Runden habe ich gebraucht, um diesen Knallball-Scheiß zu gewinnen. Das habe ich dann geschafft. Und ich habe eine Runde Duo gespielt mit Monsieur oder Mrs. Katze. Und wir haben direkt gewonnen. Duo, es war einmal dünnes Eis, direkt gewonnen. Jetzt spiele ich Solo. 2 Runden im Finale, 2-mal Knallball, 2-mal verloren. Jetzt schon wieder 3. Runde Solo und es wird wieder Knallball kommen und ich werde wieder verlieren, weil dieses Spiel mich einfach nicht mag. Deswegen stehen da jetzt 9 Lose, aber 7 Lose wegen Knallball und dann nochmal 2 wegen Knallball. Das Spiel war ganz okay, 5 Wins bei 15 Shows. Ja, ich habe 2 bei 9. Aber das zählt ja nicht, also wenn man die ganzen Knallball-Scheiße weglässt. Also ich hatte ein gutes Finale und habe das gewonnen. Das eigentlich ist es eine Show und ein Win. Wenn man ehrlich ist. Aber Anschucks 3 zockt mit hier. Mit seiner Katze. Verdammt, wo ist die Katze hin? Ist er rausgeflogen? Ach, war wieder der größte Schmutz. Okay. Und ich verstehe nicht, ich halte diesen Ball immer fest, da sind sogar 2 Leute am Rand und die fliegen nicht weg. Ich verstehe das nicht, es ist ein Drecksfinale. OKM. OKM und da hinten ist A. Was kommt? A. Es ist immer so. Immer das, was nicht mit den anderen zusammensteht, das kommt. Drecksgegner. So, wer möchte sterben? Ich habe schlechte Laune. Wie der sich mit seinem Scheißfuß noch festhalten kann. Und eben habe ich auch geschubst und bin selber gestorben. Also wer mitzocken möchte, kann gerne mitmachen. A, O, K, B, war das A? A, O. Ah, da war A. Oh, den hätte ich jetzt festgehalten. Aber hier sterben sehr viele. Sieht doch ganz gut aus eigentlich. Wir können gleich das machen, dass, also wer mitzocken möchte. 1 in den Chat, wer mitzocken möchte. 1 in den Chat. Der kann dann gleich mitzocken. Und danke für den Raid auf jeden Fall, habe ich eben schon gesagt. Aber ich hab's kommen sehen. Er überlebt mit seinem dicken C. Ja, es ist unglaublich. Und ich sterbe instant. Ich habe den geschoben. Ich habe nochmal eine Markierung gemacht. Ich habe den geschoben. Und meistens ist es ja so, dass man den nochmal ein bisschen weiter schieben muss. Weil er sonst sich rettet. Und dann habe ich ihn noch einmal geschoben und fliegt selber runter, weiß. Für dich immer, König. Danke, danke. Das heißt, wenn ich live bin, immer ich. Ja, die Katze hatte keine Chance mehr. Ja, ja. Also wenn Danny mitzocken möchte, sehr gerne. Wenn Prinz mitzocken möchte, sehr gerne. Und ich überlebe auch diese Schmutzrunden. Auch das überlebe ich jedes Mal. Fürs Finale. Mr. Sumo, hallo. Ey, Junge, diese... Haha, weggeschmissen, um ihn wieder zu greifen. Oh, fettes Viech, Junge, geh weg von mir. Der ist eigentlich gar nicht dicker als die anderen, sieht aber so aus. Oh, will denn niemand haben? Und wieder richtungslos. Und wieder richtungslos. Und richtungslos. Nein! Hä, der sieht genauso aus wie ich. Der sieht ja genauso aus wie ich, nur anders. Komm, wenn du, komm, du kommst weiter. Komm, ja, ich mach nichts. Komm, du kommst weiter. Bleib doch chillig, du kommst weiter. Nicht so, kann doch schlecht sein. Ich hätte ihn jetzt weitergelassen und dann hätte ich ihn gegrabbelt. Ich
mehr. Wo ist er denn? Ich hätte den gerne. Das ist meistens die bessere Taktik. Der sieht auch fast so aus wie ich. Wieso sehen die alle so aus wie ich? Hä, ist das jetzt... Bin ich Trendsetter oder was ist hier los? Okay, du gehst einmal mit dem Hund und du chillst so lange im Lurk. Bis später, Peter. War dein Hüssi eigentlich bei dir? Was ist eigentlich los bei dem Jungen? Der wird sich dann echt aufregen. Ich mach mal einmal kurz Werbung. Jetzt anmelden und sammeln. Jetzt, wo Pulsar gesagt hat, dass du im Lurk bleibst, ich weiß ganz genau wieso und wie schön Punkte zu sammeln. Und Knallball als Finale, meine Ladies and Gentlemen. Dieses Spiel möchte mich von allen Seiten fertig machen. Komm, es gibt einfach King Coins dafür, dass es ein scheiß Finale ist. Du spielst Solo-Modus und es kommt ständig dieses Finale. Das ist so programmiert. Ich schreibe eine Beschwerde-E-Mail. Hier gibt es auch kein Kommando. Und Simskowski ist da. Ich hoffe, es ist in Ordnung, sie so zu nennen. Ja, was auch sonst typisches Finale. Ja, und so vergrault man das doch. Wenn du ein Kind zwingst, Brokkoli zu essen, wird es bestimmt keinen Bock haben, Brokkoli zu essen. Du musst dieses Finale spielen, weil dieses Finale kommt jetzt jedes Mal. Und irgendwann hat man keinen Bock auf so einen Mist. Schön, dass ihr alle da seid. Du hast mich ja gefragt, ob ich Montag Zeit habe. Können wir machen, ja? Ich habe jetzt 3 Wochen nichts zu tun. Ja, du dreckiges... Bitte, 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 bitte. Woher kommt die Scheiße angeschossen? Na, Mr. Kroko? Sims, bist du es? Sims? Oh. Oh, da habe ich... Komm, Schmutz, raus da. Jo, wann Montag dann? Möchte jemand ansteigen jetzt? Dabei sein und einsteigen? Wer möchte, jetzt melden oder schweigen für immer. Bin kein Kroko mehr, hab 130 Kronen und bin... Du hast deinen Pass jetzt? Ja, tut mir leid, dass ich den nicht geholt habe für dich. 5. 4. Wer möchte mitmachen? 3. 2. Jetzt melden. 1. Das war's. Okay, das ist auch eine Taktik, direkt früh rauszufliegen. Und dann nicht. Aber alle Loses sind wirklich vom Knallball. Ein Win-Knallball und dünnes Eis-Win. Weil sie hat Challenge gemacht. Wenn ich 3 Wins gegen den machen, bekomme ich den. Hat am Ende 11 Wins. Ich habe Pulsar damals einen DLC geholt, als er seine 5-Win-Streak hatte, die damals tatsächlich noch was wert war. Mittlerweile ist es ja Schmutz. Montag egal wann, morgens, mittags, abends, habt Zeit, habt da frei. Okay. Aber du bist ja noch unterwegs, du bist ja nicht zu Hause, ne? Oder warst du nur gestern unterwegs? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn Pulsar gleich da ist, ihr müsst alle in dieses Spiel reinjoinen, dass ich die Kacke schaffe. Wenn wir dann zu viert im Knallball-Finale sind, ich brauche diesen Sieg. Okay, wie laufe ich denn eigentlich hier? Wochenende mit... Was ist denn das denn hier? Ist das das neue Niveau oder was? Irgendwelche Eier auf dem Boden? Okay, das war... Oh, bin ich Erster? Und wenn man Erster ist, gibt es King Coins.
Ach so, deswegen ja Montag dann. Okay, können wir Montag machen. Dann viel Spaß noch da, wo du bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dennoch reinzuschauen. Und dann würde ich sagen, dass wir das am Montag machen. War das jetzt Sideswipe, war das, ne? Ich habe mit Pulsar ein bisschen Sideswipe gezockt. Ich bin jetzt schon Level 15 oder 16. Hab mir ein paar Wins geholt, also ein paar Bonus XP für Rocket League. Ist ein Bug. Hatte das schon mal. Manche haben die normalen Kugeln. Ach, die haben Kugeln und ich nicht, oder was? Deswegen bin ich so gut durchgekommen. Okay. Machen wir auf jeden Fall. Sims und hat sich doch alles noch zum Guten gewendet, ne? Mit so viel Kronen. Pass hast du bekommen. Nice, nice. Ist das neu, das mit diesen Pfeilen? Wieso hat das jetzt jeder? War das im Season Pass? Habe ich das verpasst? Aber ich fand das mit der Brille, fand ich eigentlich nice. Weil ich habe mich gefragt, was soll ich jetzt machen mit den ganzen Gegenständen? Soll ich die jetzt anziehen oder nicht? Und dann dachte ich mir, das passt doch eigentlich recht gut. Und Brille passt ja eigentlich zu mir. Ist denn eigentlich die Katze dabei? Nein, sie ist runtergefallen und das war's dann für das Kätzchen. Game over. Übung macht den Meister. Also wenn ich überlege, wie oft ich das schon gezockt habe, also mit Pulsar und jetzt auch mit Sims, wie oft wir das gemacht haben, wie oft die ganzen Level und versucht haben, einen perfekten Weg zu finden. Und wenn dann noch jemand kommt, der wieder schubst, wie es aussieht. Ja. Schön, dass du das selber zensiert hast. Danke dir. Ja, aber das ist so. Das größte Problem tatsächlich ist, sind die anderen Spieler, die einfach auch manchmal unabsichtlich, also voll verpeilt sind und nicht wissen, wo sie hin müssen und dich dann schubsen oder was auch immer. Aggressive Leute, die dich festhalten. Also die Gegenspieler sind viel, viel nerviger als die Map an sich. Und dann hast du noch zwei Finalspiele, Knallball und Labyrinth, was eigentlich kompletter Schmutz ist. Das wird eigentlich komplett entfernt. Und das zerstört dich dann. Okay, das war dann absichtlich. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob links oder rechts. Ich würde wahrscheinlich wieder das Falsche wählen. Oh, perfekt. Boah, ich komme ja perfekt durch. Guckt euch das mal an. Jump! Also mein Stream hat wieder Probleme. Es gibt wieder King Coins, denn ich bin Erster. Ich habe auch das Gefühl, dass Pulse auch die ganzen King Coins haben möchte. Wie kann man bei Torhunger rausfliegen? Torhunger kannst du eigentlich ganz einfach rausfliegen, weil das Problem ist, wenn du einen Fehler machst, bist du tatsächlich raus. Weil bis zum finalen Jump ist es voll einfach. Du musst eigentlich nur geradeaus laufen und die richtigen Tore nehmen, was eigentlich jeder kann. Und wenn du dann am Ende dich verschätzt oder festgehalten wirst oder sonstiges, dann kommen die anderen durch und um. Und dann hast du das Problem, dass du dann keine Zeit mehr hast, das aufzuholen. Also ein Fehler bei Torhunger und dieses Abschweifen. Ey, selbst das habe ich letzte Runde geschafft. Vorletzte. Dreckiges Halbfinale, dreckiges Finale. Und ich war jetzt jedes Mal im Finale. Oder ich sollte vielleicht ein bisschen Knallball üben. Thank you.
Ja, auch wenn du perfekter durchkommst und am Ende den Fehler machst. Na komm zu Papa. Yo. Also man sollte so langsam. Kommt er nochmal? Ich komme zu Ihnen, Sie haben ja schon einen. Aber auch hier hat man sich irgendwelche Taktiken überlegt. Das mal abzuwarten und dann zu gucken, in den letzten 30, 25 Sekunden sich einen Schweif zu holen. Und sollte das irgendwie zu lange dauern, irgendwie 15, 20 Sekunden, hast du dann halt weniger Zeit zum Überleben. Was sehr gut ist. So, gib mir das Knallballding. Gib mir. Komm. Gib mir. Es gibt King Coins. Ja, dieses Spiel ist so dreckig. Entschuldigung, ich spiele normalerweise nie so schlecht wie heute. Ey, manchmal hat man auch schlechte Tage, ne? Und wenn man live ist beim König, dann ist man natürlich zusätzlich aufgeregt. Aber vielleicht läuft es besser, wenn du mir ein Follow gibst. Vielleicht. Vielleicht hast du das noch im Hinterkopf. Löst die Blockade. Und dann kannst du durchstarten. Jawoll, und da ist das Ding. So, dein Doktor König, die Blockade ist gelöst. Sie werden jetzt nur noch hier. Nein, du Fahr! Ja, aber dafür. Ja. Danke für den Follow. Danke für den Tod. Ey, das ist doch. Was? Es ist doch. Schießen die alle auf mich? Bin ich zu cool oder? Okay, das kann natürlich auch sein. Ja, das ist, es ist verflucht. Wie soll ich die Folge nennen? Hallo? Truppshow sehe ich kein Problem, aber dieses Solo. Ich will nichts kaufen. Wie sieht es eigentlich mit der wöchentlichen Aufgaben aus? Okay, laufen. Für den Überlebens... Was? So eine Aufgabe. Einfach Überlebensrunden-Emotes aus. War das nicht eine Überlebensrunde eben? War das mit dem Schweif nicht überleben? Ich bin wieder so blau wegen dem Screen hier. Anschucks 3 folgt dir jetzt. Sogar per E-Mail habe ich das bekommen. Lass mal danach eine Knallballrunde spielen. Also eigentlich müsste man das ja perfektionieren. Also man muss es so lange zocken, bis man irgendwie Überlebenstechniken entwickelt hat. Da kannst du Emotes spammen. Können wir gleich machen. Ja, das war jetzt viermal. Vier Runden, viermal Finale, viermal Knallball und viermal verloren. Vier.
Und jetzt bin ich hinten, ey. Auch das ist wieder asozial. Wir sind wieder ganz hinten. Mal fast keine Chance, Russ. Fast keine Chance. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass die ersten Wippen, da kannst du nicht sterben. Da können 30 Leute auf einer Seite sein, du kannst nicht sterben. Erst jetzt. Yo. Oh, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Dann hast du die Weekly locker. Oh, das machen wir auf jeden Fall gleich. Alles klar. Oh, ja, gut. Perfekter Moonwalk hier. Und das kommt auch nochmal dazu. Ja, komm. Ist das Problem jetzt nur bei mir gewesen? Die Katze spielt und ich kann nicht sehen, wie die Katze spielt. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich das jetzt nicht. Aber das muss heute erledigt werden. Ich brauche gleich echt Rocket League zum Entspannen. Go Katze, go Katze. Ja, du musst mir kurz mal rückmelden. Du kannst gerne weiter zocken. Dann würde ich aber Knallball alleine machen. Oder du zockst nicht weiter und wir machen zusammen Knallball. Das zähle ich jetzt nicht als Lose, das ist ja wieder... Ich kenne auch kein anderes Spiel, wo wir so oft irgendwie Verbindungsprobleme haben. Die Katze spielt, was soll ich tun? Ja, ich bin raus. Ja, Verbindungsabbruch. Ich bin sogar ingame zu hören. Aus. Wir zocken jetzt Knallball. Ich war richtig gut unterwegs, aber das Spiel meinte einfach Verbindungsproblem. Ja, du hättest auch weiterspielen können, dann hätte ich Knallball alleine gemacht. Das ist aber so eingestellt. Hat da irgendjemand von euch im Solo auch ein anderes Finale? Ich habe nur Knallball. Okay, Modes, ganz viele Modes. Aber Überlebensrunden sind doch auch Hechten, ne? Muss ja noch Hechten für die Marathonaufgaben. Ja, schießt er noch zu mir, ey. Wie assi ist das denn? Ich würde aber einen Emote machen. Würde es abbrechen. War das zählt dann, glaube ich. Emote abbrechen. Emote abbrechen. Emote abbrechen. Das sieht nicht gesund aus. Aber vielleicht kann man so Knallball gewinnen. Kann ich sagen, habe nur keinen Win, weil ich sozial war. Du hättest wahrscheinlich gewonnen. Solo Win.
Na gut, dann werde ich gleich epische Musik anmachen, wenn es sein muss. Bist du schon wieder weg? Kann ich beides machen? Dann kann ich Emotes machen und Hecht. Emotes machen Hecht. Emotes machen Hecht. Emotes machen Hecht. Emotes machen Hecht. Lass mich doch. Emotes machen Hecht. Emotes machen Hecht. Muss gleich einmal los. Meine beste Freundin kommt gleich noch vorbei. Ach, kein Ding. Hast du ein bisschen vorgeglüht oder was? Oh, nicht da. Geht alle weg von mir. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt aus Spaß hier so rumhechte. Also, was heißt aus Spaß? Und ich komme weiter. Immer wie sich's gehört. Ich danke dir jetzt schon mal für deine Unterstützung und für dein Follow. So, final. Also wir spielen auch oft auch privat oder sowas. Das muss ja nicht alles im Stream sein. Das heißt, wenn du irgendwie Bock hast, auch irgendwie ab und an auch so zu zocken. Also wir zocken eigentlich immer täglich. Mal auf dem Discord und dann in den Sprachchat und dann so ein bisschen quatschen und zocken. Alles so ein bisschen abseits vom Stream. Wer da Bock hat, rein da. Aber wenn ich jetzt gewinne, kriege ich doch eine Krone. Das wär's doch. Danke für die nice Unterhaltung. Ja, ich finde, Stream ist ja so immer so eine Sache, aber ich finde es dann wesentlich entspannter und persönlicher, wenn man dann einfach sich so abends einen schönen Abend macht. Wenn man dann irgendwie so quatscht und rumzockt und vielleicht gibt es dann auch das eine oder andere Spiel. Ja, genau so. Ja, mach mal eine Combo und schieß den König raus. Was ist das? Was ist das für eine Wahrscheinlichkeit wieder, dass ich so fertig gemacht werden. Was habt ihr gegen mich? Aber gehechtet für den Weltmeister. Oh, wenn ich 80 schaffe. 80 wäre nice. Und sie ist weg. Sie waren niemals da. Mietzekatze ist weg. Ja, danke fürs dabei sein, ja. So, bei 80 kriegt man hier noch, wie heißt das Ding eigentlich? Wie heißt diese Währung? Rainbow. Rainbow. Glitzerkudos. Also für mich geht es jetzt weiter mit Solo. Was willst du machen, ne? So, die Dame bekommt, ich gehe mal davon aus, das ist eine Dame. Wenn es keine Dame ist, ist es ein Herr. Bekommt hier den Bauerstatus und kann damit in den Sprachchat. So und nicht anders. Ich hoffe, Pulsar spielt gleich mit.
bisschen Gehirnflüssigkeit. Also wenn jetzt nochmal Knallball als Finale kommt, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Vielleicht spiele ich einmal Trupp, aber das wäre schwachsinnig. Um wenigstens ins Finale zu kommen. Ich muss schon sagen, wo muss ich denn jetzt hier hin? Weg mit euren Dönerspießen hier. Nein, ich bin nicht erst. Hä? Wieso hatte der jetzt so ein Ding über dem Kopf? Ich muss das jetzt mal kurz mehr. Wieso hatte der jetzt? Der ist doch nicht mein Teammate. Ich spiele doch solo. Junge, 2,12, das entspricht nicht der Statistik. Nochmal dabei. Ist denn Hüssi im Urlaub vielleicht? Ja, der ist im Urlaub. Den ist am Wochenende losgefahren, kann sein, oder? Dass der im Urlaub ist, unterwegs. Er wollte eigentlich Laptop mitnehmen. Klimme den verschneiten Berg, um die Ziellinie am Gipfel zu erreichen. Okay, Jumpen hilft tatsächlich. Darf mich niemand touchen. Naja, 17 kommen weiter, das werde ich aber schaffen. Hier nichts überstürzen, los geht's. Und er ist weg. Also man kann eigentlich hier schon hoch. Ja, du fette Schwabbelbohne. Dicke Götterspeise. Aber was soll das denn? Du willst einfach ganz normal hochjumpen und da bricht sich alle Knochen, obwohl er keiner hat. Darkflare, jetzt musst du aber die drei Shows gewinnen. Da bist du auch 55? Achso, er hat ja... Nein, nein, er hat ja Shows gespielt. Er hat ja, warte mal, 15 Shows? Ja, eigentlich schon. Ich habe ja insgesamt 14 Shows schon. Das heißt, wenn ich das jetzt gewinne, hätte ich 3 von 15. Ich habe ja keine Shows, sondern ich habe ja Lose. Ja, aber wenn viermal Knallball kommt, kann ich auch nichts machen. Das ist so, als ob viermal Labyrinth kommt und dann hast du auch eine Wahrscheinlichkeit von nichts. Ein paar Prozent das Ding zu gewinnen. Weil wenn du alles perfekt machst, aber die letzte Tür falsch ist, hast du auch nichts davon. Ja, ich habe 14 Shows gespielt und 2 gewonnen. Wobei, ich muss ja sagen, es war ja doch alles Knallball. Und man muss jetzt entweder von links oder von rechts kommen. Nein, 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 es muss
Ja, das sieht sehr gut aus. Und jetzt musst du immer da durch, wo das Ding ist. Jui. Alles klar. Ja, lieber jetzt als... Alles klar. Wir müssen da komplett durch oder müssen wir nach rechts? Man muss nach links. Das wäre aber echt komisch. Man müsste doch jetzt eigentlich da durch. Sag ich doch. Man muss da durch. So, ja, ich wollte schon sagen, das hat nichts zu bedeuten. Oh, Junge, war das knapp. Er hat Trump in Randoms gespielt. Kann ich ja gleich auch machen, das ist so bitter. Also wenn man wirklich eine Herausforderung sucht, dann Trump mit Randoms. Da gibt es ja auf meinem Discord auch eine lustige Story, wie ich das einmal... habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich habe mit Randoms gespielt, die waren so schlecht und ich habe dennoch gewonnen. Oder fast gewonnen. Lucy ist auch als Show gemeint, ja. Aber du musst das quasi anders zählen, weil wenn er jetzt 15 Shows hat und hat 5 gewonnen, dann sind das ja nicht 20, du darfst es ja nicht zusammenzählen. Bei mir musst du es zusammenzählen. Oh, Ringe, endlich mal wieder ein neues Spiel. Ich glaube, Pulsar und ich, also wir beide, könnten Trupp auch zu zweit sehr gut schaffen. Mit einer dritten Person ist es eigentlich schon easy, glaube ich. Wenn da Sims noch als dritte Person mitmachen würde, ist Trupp mit drei Personen auch gut machbar. Wenn ein Random dabei ist, ist es okay. Ja, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Stabilisier dich bitte. Ja, wohin denn? Halt dich fest, du fette Bo. Oh, das nehme ich mit. Ey, jetzt toucht er mich. Ey, auch das ist doch ein Dreck. Ich war, hatte richtig gut Schwung und dann kommt so ein Fettsack, der mich da runterschubst. Ach, zu weit entfernt. Und jetzt schubst du nämlich wieder. Ja, es ist so. Du kannst so eine Scheiße einfach nicht gewinnen. Aber das erste Mal, dass ich nicht im Finale lande wegen so einem Schmutzspiel. So ein Scheiß. Dann muss ich mir die Scheiße jetzt ja 3 Stunden angucken. Mach weiter. Wie ich einfach mehrere Jumps nicht machen konnte, weil so ein Penner mich schubst. Immer dieses Random. Danke sehr dafür. Immer dieser Random-Faktor. Jedes Mal, egal was du für eine Scheiß-Map hast. Könnte auch natürlich sagen, It's only a game. Why you have to be mad? It's only a game. Das ist ein direkt hingeschissenes Game. Ah, Mann. Ich sammle bei dir auch Karten, ist das okay? Nein, das geht nicht. Du musst dich offiziell anmelden, du kriegst ein Formular von mir. Du musst du deine Daten angeben und dann mir zurückschicken. Und dann werde ich das 4 Monate lang bearbeiten.
Und dann darfst du das machen. Das muss alles offiziell sein. Also ich bitte drum, meine Karten zu sammeln. Deswegen habe ich das ja gemacht. Ich fand die Idee damals von Pulsar so grandios, dass ich dann auch eigene gemacht habe. Okay, schade. Komm, jetzt bitte keine Glücksspiele mehr. Gib mir was Vernünftiges, wie die alle hier rumrennen. Okay, tschüss, sagt Flair. Bye, bye. Ich kann aber Werbung machen. Jetzt anmelden und sammeln. Three Mirrors. Anmelden und sammeln. Mein System ist wieder voll am Abkratzen. Okay, schaffen wir endlich mal. Gute Werbung. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Man hätte ja auch diesen Command machen können. Und dann dachte ich, okay. Keine Ahnung, irgendwie. Ich habe ja auch sehr viele Karten zu Hause. Also verschiedenste Sammelkarten und diese klassischen Pokerkarten. Und dann dachte ich, okay, die kann man so auflisten und dann Werbung und dann alle wieder weg. Ich habe wieder irgendwas experimentiert und dann war das am Ende dann doch so gut, dass ich das übernommen habe. Ich habe noch meinen Bannhammer, den ich da irgendwie animiert habe, aber das wird dann, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Aber bis jetzt musste ich großartig niemanden bannen. Also richtig bannen, also für die Ewigkeit. Ja, halt mich doch einfach. Das ist das. Wieder alles perfekt gemacht und so ein Fetti. Der meint irgendwie. Alles klar. Alles einnehmen zu müssen. Ich bin nichts gegen übergewichtige Leute. Ich bin ja auch nicht der Dünnste. Der mit seinem fetten Arsch da alle wegschubst. Machen wir es mal so. Ja, dann kann ich dir leider nicht zeigen, dass er noch nicht fertig. Ja, aber jeder hat. Bin ich bekloppt? Der hat auch diese Pfeile mit der Brille. Okay, die haben diesen Gürtel nicht. Wieso haben die das alle? Wurde ich irgendwie beeinflusst? Der hat auch links hat er eine Brille. Gut, eine Brille zu tragen ist eine Sache, aber dann auch dieses Muster mit den Pfeilen. Junge Darkflare, bist du wieder auf Beef oder was? Was lame. Ich hoffe nur, dass das Internet nicht abstürzt. Du. Und nochmal. Auf YouTube wird alles geclaimed, aber hier ist alles Paletti, deswegen läuft die Musik immer noch. Ich weiß auch nicht, wenn ich den Bannhammer fertig habe, ob ich den überhaupt benutze. Da muss ja das ist mal richtige Asoziale bei mir sein. Da muss man richtig irgendwie beleidigen und was auch immer, also richtig Stress machen. Wo du dir denkst, da ist Hopfen und Malz verloren, weg mit denen. Aber dafür ist er da. Vielleicht mache ich den für den nächsten Stream fertig. Da sind noch ein paar Feinheiten, also irgendwie.
die Animation allgemein, ja, dass du so ein bisschen rumfliegt und dann quasi dann denjenigen wegbannt. Und dann weiß ich nicht, was ich da noch machen soll. Also darf ich Beef machen? Ja, ich befürchte, sie werden verlieren. Wie geht's dir denn? Ich hoffe, dir geht's gut oder hast du schlechte Laune? Was ist los? Wenn du Charakterdings einlöst. Die Frage ist, ich möchte kein Zauberer sein. Ich sag einfach nein und dann kriegst du die Punkte wieder. Immer noch 3 von 12. Diese Runde wird Ewigkeiten dauern. Okay. Wir können auch gleich in meine Garderobe. Da kannst du dir was Schickes aussuchen. Ich weiß nicht, ob ich den habe. Bist du sicher, dass ich den habe? Man müsste jetzt eigentlich anfangen, hier zu grabbeln. Würde Pulsar mitspielen, wären alle schon... Hier ist niemand rausgeflogen, großartig. 6 von 12. Haben alle bekommen. Ja, wenn du es einlöst, was soll ich da machen? Ne? Außer spielen. Okay. Oh, Schleimkraxli, sehr gut. Löse ein und dann muss ich das ja eh machen. Außer ich kann es nicht machen. Das war ja letztens halt das Problem, dass es nicht so gedacht ist. Nur her damit. Dann kann ich halt die nächste Runde direkt damit spielen. Aber ich finde dieses Outfit schon sehr schön. Oh, wieder königlich eingejumpt. Die Rollen finde ich besser als die Kugeln. Aber hätte mich hier jemand festgehalten? Tja, ich kenne den schnellsten Weg, liebe Leute. Denn das ist der Schleimi, meine Lieblingsmann. Meine Lieblingsmann. Nein! Ja, hier geht's ein. So ein Mist, dieser Dönerspieße. So, ich hatte kurz einen Gürnabsturz, weil ich so da durch wollte. Aber easy. Bin wieder da und muss direkt lachen wegen dem Skin. Och, was ist jetzt wieder los? Der Skin heißt Fallriese. Muster und Farbe ist egal. Such dir da was raus. Wieso werde ich denn immer geärgert? Was ist das? Habe ich? Okay, wenn ich dann habe, ziehe ich dann an. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was soll mir das Glück bedingen? Ich will doch gewinnen. Okay, das heißt ja nicht, wann ich es einlösen muss. Ich mache Stream 2024. Das war so ein perfekter Run und dann lasse ich mich vom Dönerspieß erwischen. Aber du kannst ja gleich mitmachen, wenn sie wollen. Ich glaube, Trupp schaffen wir auch zu zweit. Daher.
Wir fehlen heute irgendwie die Stammgäste. Überleben. Sonst will ich das auch so machen, dass wir diesen Knallball vielleicht auch morgen nochmal spielen. Oder nach dem Stream. Ich muss da meine Hechtdinger noch machen. Ich würde ganz gerne meinen Season Pass auch auf 100 bekommen. Mittlerweile auf 80. Könnte noch dauern. Hier kann ich aber auch hechten, oder? Ich werde gleich lesen, was du geschrieben hast, denn es ist viel zu gefährlich, jetzt in den Chat zu gucken. Es sind schon 2 Tore. Oh, geh doch einfach runter. Nein, 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 ey, verpiss dich hier. Was soll das denn? Schieb mich die Kacke nach unten. Wie kann dieses Spiel so heftig gegen mich sein? Ja, schubst mich doch. Nur weil ich eine coole Brille habe. Macht's weg. Okay, irgendwie wird er mir nicht gefallen, weil da regt sich jemand auf. Junge, kurz auf den... Wie kann das Ding mich von links erwischen? Was ist denn eigentlich hier wieder los? Rage-Modus des Todes. Alles, was ich jetzt im Stream nicht schaffe, mache ich einfach, Junge! Das war ja Matrix-Style. Das war ja richtig Matrix. Doppelt in die Fresse und dann noch so ein Movement. Weggehechtet. Ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Die arme Bohne. Also nur ein Handy und da gibt es keine fallenden Bohnen. Schade. Weißt du, das gibt es auf jeder Plattform, aber für Darkflare gibt es es nicht fürs Handy. Was für eine absolute Frechheit. Direkt Beschwerde. Da wollen wir uns mal gleich mal diesen Skin mal zusammensuchen. Ja, ey, dann kommt das eine Glücksfinale nicht, dann kommt das andere. Stupido. 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 Och, dieses Finale. Ich bekomme kein richtiges Finale. Ich bekomme kein Skill-Finale. Ich bleib jetzt eh stehen. Oh. Okay, jetzt heißt es einfach nur Glück haben. Oh, auch diese Doppeltüren, die aufgehen können. Ich hasse es einfach. Och nein. Weil ich mich für die linke Seite entschieden habe. Wie behindert kann das sein? Ich will nach links, dann ist vorne direkt das Ende. Ey, das ist so stupido. Ich hab keinen Bock mehr. Ich habe ernsthaft auf dieses Drecksgeben keinen Bock mehr. Ich bin 80. Huipia, yay. Freut euch doch alle. Ich habe auf dieses Geben keinen Bock mehr. Ey, da kriege ich auch viermal hintereinander dieses Vollfallfinale da. Knallball-Scheißfinale. Ich muss das jetzt 10 Minuten verkraften. Es geht nicht. Es geht nicht.
Das ist assig hoch 10. Mach ich Labyrinth, das größte Drecksfinale. Dann gehe ich nach links, weil ich denke, okay, geil, noch die Tür ausgewählt. Und dann kannst du dann blocken, dann ist es eine Sackgasse. Willst du zurück und dann ist genau das Finale. Hast du gar keine Möglichkeit, den zu überholen, weil direkt da das Ende war schon. Richtig geiles Skill-Finale, ich merke schon. Es ist einfach nur Müll, damit irgendwelche Kleinkinder auch mal gewinnen können. Ich reg mich einfach nur auf über diese Scheiße. Ich hab das nicht, ich sag's dir. Das heißt Fallriese. Ich hab doch gesagt, ich hab den nicht. Müsste alphabetisch ja hier eingeordnet sein. Das sind die drei Falldinger. Junge, warte, ist das hier wieder für ein Skin? Also Pulse hat ja gefühlt jeden Skin, der irgendwie jemals rausgekommen ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, ein Burger. Auf den freue ich mich eigentlich. Donut, okay. Also was machen wir jetzt? Fallriese habe ich nicht. Wie sieht das denn überhaupt aus? Also ich habe hässliche Sachen habe ich nicht. Pulse hat damals alles geholt. Ich habe nur die guten Sachen geholt. Ja, scheinbar alle, nur ich nicht. Ach so, weil die so rumgebackt hat. Muss man den irgendwo abholen? Wieso habe ich den nicht? Oder gab es den im Shop? Ich habe die Rolle gespielt. Ich hatte das ja auch mit diesem Bug. Oder war der im Shop und dann musste man den umsonst kaufen? Ja. Da muss ich bei Pulsar mal vorbeischauen, wie hässlich das Ding. Ja, weißt du, dann machen die wieder irgendetwas als Entschädigung und, keine, und dann kriege ich das nicht. Ich habe die lange Bohne auch nicht. Ich kaufe so eine Scheiße nicht. So. Hier möchte mich jemand trollen, deswegen gehe ich jetzt weiter. Ich habe die lange Bohne nicht. Ich habe die kurze Bohne nicht. Ich habe vernünftiges Kind. Solo Show, ich komme. Du hast ja nichts. Nö, ich habe 1000 Sachen, aber ich habe die schönen Sachen. Wer spielt denn freiwillig mit der langen Bohne? Nachdem ich gewonnen habe. Was hat jetzt Pulsar gesagt? Was macht er? Wieso ist er jetzt wieder verloren? Aber wieso habe ich den nicht bekommen? Ob ich jetzt damit spiele oder nicht, ist eine andere Frage, aber wieso habe ich den nicht? Ich
Wo ist der Bengel, verdammt nochmal? Alles klar. Oh, ich könnte jetzt wieder ausrasten. Was hältst du dich? Ich habe auch übrigens bei mir ausgewählt, dass gute leserliche Farben angezeigt werden. Und was wird angezeigt? So ein ekelhaftes Dunkelblau, wo man nichts lesen kann. Das ist echt heute irgendwie eine Durststrecke. Ich habe diesen Skin nicht. Wieso habe ich diesen Skin nicht? Ich habe die Rolle gespielt. Ich habe die Scheiße sogar gehabt. Ich habe mich beschwert. Jetzt sag bloß nicht, der war irgendwann mal im Shop und ich war dann. Ich war die letzten Tage nicht drin. Aber der war nicht. Oder kriegt man den direkt angezeigt? Wenn man sich anmeldet? Musste man in den Shop gehen, muss man sich irgendwo anmelden, Junge, was ist das denn jetzt? Ich heute den direkt im Schrank. Ja, typisch König, ja. Das heißt, es wurde noch nicht mal angezeigt, dass du sagst, ja, als Entschädigung und es ist so aufploppt, wie schlecht ist das denn? Ja, ich hab den nicht. Ich guck mir den bei dir mal an. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Die lange Bohne habe ich halt nicht, weil ich so eine Scheiße nicht kaufe. Ich hätte, glaube ich, höchstens gehabt, wenn sie umsonst gewesen wäre, aber wahrscheinlich auch nicht. Am liebsten würde ich dann eine Beschwerde-E-Mail schreiben. Ich bin OG-Player seit Stunde 1. Dass ich den nicht bekommen habe. Egal wie hässlich der ist. Na, vielleicht beim nächsten Mal, keine Ahnung. Also sich hier festhalten. Ja, spawn in meinem Gesicht, Junge. Kann nicht wahr sein. Na, ah, vom Dönerspieß werde ich nicht mehr gebannt. Oder musste man sich... Ja, da musste man an diesem Tag dann online sein. Es kann ja sein, dass du an diesem Tag gespielt hast und ich nicht. Dass du den vorher schon bekommen hast. Dass man an diesem Tag online sein musste. Sagt mir natürlich auch wieder niemand. Kriegst was als Entschädigung und Leute wissen nicht Bescheid. Fühlst du gleich mit, Trupp? Wobei du auch solo mitspielen müsstest, es ist doch... Ich hatte eben Labyrinth. War's ja nicht da, ich hatte eben Labyrinth. Schön durchgekommen, dann bin ich einmal nach links abgebogen, was richtig war. Die Tür ist, das Tor ist aufgegangen und dann war das eine Sackgasse, ich wieder zurück und weg das Ziel da, das kann nicht wahr sein. Bin am Essen, ja, ich werde auch gleich was futtern. Ja, das kann ich, Heute wirklich grässlich.
8 Runden Knallball, bis ich überhaupt mal was geschafft habe. Duo direkt geschafft. Das war das Duo war das einzige Finale, was mit Skill zu tun hat. Dünnes Eis. Und jetzt 4-mal Glücksfinale. Und einmal bin ich tatsächlich vorher rausgeflogen. Ich kann ja wieder hechten, ne? Also läuft wirklich gar nichts. Also dieses Spiel ist heute so gegen mich. So abartig. Ich wundere, dass ich das nie solo spiele, sondern nur irgendwie, wenn Events sind oder mit euch zusammen. Was soll ich mit dem geben, ganz ehrlich? Das Spiel ist mittlerweile so kaputt. Mit diesem Games. Kommt jetzt noch was? Das ist die leichte, oder? Die leichte Variante. Hechten Sie! Ja, halt mich fest, du Behindi. Na, guten Appetit auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was ich in diesem Spiel kann. Alles andere kann ich nicht. Und danke, auch im Jahr 2022... wird es geklippt. Damit habe ich jetzt eigentlich nur die Leute auf mich aufmerksam gemacht, dass sie mich gleich grabbeln. Bei dir lief heute auch nicht wirklich gut. Ich war auch erstaunt, weil irgendwie... ich habe mein Nickerchen gemacht und alles und dann habe ich gesehen, dass du live bist und ich so, hey, warte mal, ich wollte auch heute live gehen. Ganz komisch. Deswegen konnte ich bei dir nicht zugucken, habe nichts gesammelt. Aber ich wusste, dass der Raid kommt, das wusste ich auf jeden Fall. Ja, aber dennoch, bei 15 Shows, 5 Siege ist okay, guck dir mal meine Kacke da an. Und wie gesagt, die 2 Wins waren einmal wirklich Knallball, was ich geschafft habe. Und dünnes Eis. Der Rest ist einfach nur Glücksfinale. Und dann hast du direkt so eine Statistik. Melone. Oh, ey, ist das toll. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ist so ein richtiges Hassspiel mittlerweile. Funktioniert nicht. Du gehst nur ein Scheißfinale. Dann hast du nur Verbindungsabbruch. Ich wundere, dass es Free-to-Play ist, weil niemand dafür Geld bezahlt für so eine Scheiße. Was soll das? Was soll das? Jedes Mal. Ich spiele gleich Solitär, ich mache gleich Windows-Spiel an hier. Laufen ist immer echt, das dauert immer am längsten hier. Okay, bei Trupp gibt es noch Punkte. Ja, das wäre schon längst fertig. Das wäre schon längst erledigt für heute. Kriege ich diese scheiß Solo-Show nicht gewonnen. Ja, und dann kannst du nicht einsteigen. Anstatt dass du sagst, okay, ich möchte nachjoinen. Hätte ich vielleicht noch geschafft. Zähle ich auch nicht als los. Wie lange geht die Kacke noch? Na, gute 2 Tage noch. Du
Guck dir mal diese Krypto-Zahlen hier an. Es ist unglaublich, was hier alles. Was die von einem wollen hier. Es funktioniert einfach nicht. Ich bin mittlerweile so am Ragen und so ein Kritiker geworden, was so Spiele angeht. Früher war mir das alles egal, aber es ist einfach nur Schmutz. Ich zieh mich jetzt um. So, das zum Thema, ich habe gar nichts. Also wenn das gar nichts ist, dann weil hier ist ein super Zauber hier unten. Kann ich ein Wikinger sein, bitte? Ach, der ist da oben. Ach, deswegen habe ich den nicht gefunden. Ich so, wieso finde ich den goldenen nicht? Den habe ich als Lieblings gemacht. Wir haben den hier, wir haben den hier, wir haben den hier, wir haben den hier, wir haben den Affen. Wir haben den Affen. Ich glaube, sie sehen das auch so, glaube ich. Den Ananas. Wollen wir das mal mit der Ananas mal versuchen, ja? Ja, an diesem. Es gibt eigentlich viel zu viele. Oh, ich habe dann auch hier. Dann habe ich auch hier. Bin ein Clown, wir haben die Kerze. Ich glaube, ich kann nicht jeden Einzelnen zeigen. Ich mache das mal so. Diesen Bohnenbot finde ich auch very nice. Wir haben diesen Bauarbeiter hier. Und wir haben die Hexe. Wir haben das Gegenteil, ne? Den Zauberer und hier die Hexe. Wir haben Clank. Wir haben wunderschöne BHs hier sogar. Ich verstehe auch nicht, wieso man zwei davon hat. Das ist auch minimal. In diesen chinesischen Drachen. Der Flaschengeist. Ich habe keine goldene Hexe. Jetzt habe ich dir 5000 Sachen gezeigt. Oder habe ich die goldene Hexe? Warte mal, habe ich die? Oder hast du... Doch, ich habe die goldene Hexe. Okay, goldene Hexe. Boah, ey, du willst es mir aber auch... Goldene Hexe... Ich werde nur gegrabbelt. Das war's mit dem Windfall. Wir nehmen mal, glaube ich, das würde, glaube ich, besser passen. Ah, die Hände sind anders, das ist auch very nice. Habe ich auch ein richtiges Gold, bitte? Wo ist denn hier der Übergang? Ja, aber bin ich denn eigentlich blind? Okay, das sieht doch golden. Golden. Sonst würde ich es nicht sagen. Okay, das heißt, ich muss gegrabbelt werden. Was wollen wir denn für ein Gesicht haben? Ich sehe doch schick aus.